Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Vorsicht! Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. X-Faktor. Das Unfassbare. Präsentiert von Jonathan Frakes. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Manchmal ist das wahre Wesen der Dinge schwer zu erkennen. Nehmen Sie dieses Gebilde. Zunächst sieht es aus wie eine Maus, drehen wir es aber um, dann verwandelt es sich in eine Katze. Was ist es nun wirklich? Dieselbe Frage stellt sich bei unseren heutigen Geschichten. So verschieden wie die Maus von ihrem Todfeind der Katze ist, so verschieden ist doch Lüge von der Wahrheit. Und dennoch, wie in dieser Skulptur, können sie verbunden sein. Zwei Aspekte einer Sache. Also überlegen Sie gut, bevor Sie entscheiden, ob unsere Geschichten wahr oder frei erfunden sind. Wir spielen wie immer natürlich mit Ihnen auch diesmal Katz und Maus. Haben die Putzfrau und der Wachmann am Ende doch nur Gespenster gesehen? Oder wandelte wirklich ein Geist durch dieses Museum? Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Der Mann, den wir für einen Verbrecher hielten, entpuppt sich als Held. Das bedrohliche Aufblenden der Scheinwerfer war in Wirklichkeit bloß ein Warnsignal. Denken Sie, diese rasante Geschichte ist frei erfunden oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet? Manche bezeichnen sie als Mülltanten. Für einige andere wiederum sind sie die Engel der Straßen. Sammeln diese Obdachlosen lediglich ausrangierten Müll? Das menschliche Gehirn, viel zu komplex, als dass es ein menschliches Gehirn verstehen könnte. Ist Jonathan Myrtle wirklich verschwunden? Wurde er zum Geist seines Landes? Oder hat er es einfach verlassen, um nie mehr zurückzukehren? Vielleicht hat seine Tochter bloß geträumt, dass er vom Blitz getroffen wurde. Doch wie erklären Sie sich dann das Aufblühen seiner Felder? Und was ist mit seiner Kleidung? Und wer war der mysteriöse Fremde? Ist die Geschichte eine Frucht der Wahrheit? Oder ist es nur unsere Fantasie? Versuchen Sie herauszufinden, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Oder um mit den Worten des großen Philosophen Yogi Berra zu sprechen, wird dieses Déjà-vu immer wiederkehren? Ist diese Geschichte über den Geist auf dem Flohmarkt etwa die Wahrheit? Oder wollen wir Ihnen hier nur eine Lüge andrehen? Oder wurden die Brände von einem bösen Geist verursacht, ausgesandt von den Flammengöttern, um eine junge Frau zu bestrafen? Ist die Geschichte wahr oder gelogen? Das ist die brennende Frage. In diesem Gebäude gab es niemals zuvor Probleme mit dem Stromnetz. Erscheint es also glaubwürdig, dass dies genau in jenem Moment geschah, als Rick mit Telekinese experimentierte? Glauben Sie, dass es genau so passiert ist? Oder lügen wir, dass die Funken sprühen? In unserer Geschichte gibt es einen Mann, der doppelt so lang ist wie der größte Mann der Welt. Jedenfalls behaupten das die Augenzeugen. Ist Vanessa tatsächlich der Geist von Rudy Hernandez erschienen? Wenn nicht, wer hat denn dann diesen Aufsatz geschrieben? Und weshalb ist sie aufgestanden und so den tödlichen Schüssen entgangen? Hat sich ein anderer als Rudy Hernandez ausgegeben? Wenn ja, wohin ist er verschwunden und was ist mit dem Aufsatz passiert? Arme Melissa, war es ein böser Geist, der sie getötet hat? Oder könnte es nicht wirklich so gewesen sein, dass sie das Messer ins Grab stechen wollte, sich dabei aber selbst ankettete und dann vor Angst starb? Hat sich diese Friedhofsgeschichte wirklich zugetragen? Oder haben Sie dunkle Zweifel daran? Ist die Geschichte von der Milchkanne nun wirklich glaubhaft oder ist sie doch nur eine Milchmädchenrechnung? Was denken Sie? Sind wir hier mit der Wahrheit verheiratet, in dieser Geschichte wiederholter Hochzeiten? Oder wollen wir sie in die Irre führen?
Hat sich Luisa diese Stimme in ihrer Todesangst vielleicht doch nur eingebildet oder ist ihr Großvater nach seinem Tod als Papagei zurückgekehrt, um seine Enkelin zu retten? Hat es diese Rettung wirklich gegeben oder liegt hier die Wahrheit begraben? Hat der Tätowierer auf clevere Art einem Bösewicht das Handwerk gelegt? Wurde er zum Mörder, um der jungen Frau das Leben zu retten? Oder wurde vielleicht das Gerät auf geheimnisvolle Weise vom Geist der beiden Mädchen gelenkt, die Opfer des Teufeltattoos geworden waren? Ist nun diese Geschichte so wasserfest wie eine echte Tätowierung? Oder so vergänglich wie ein Abziehbild?